Wir sind gerade hier in Krabi am Hafen und ich bin richtig gespannt, was in Kupipi abgeht. Bis später. Yo, 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 Leute, was geht ab? Wir fahren heute nach Kupipi und ich nehme euch mit und ich nehme alles auf und ich habe richtig Bock. Schaut mal rein. Da sind die ersten Bootsfahrer schon am Start. Hier sind ja wenig Hunde auf der Insel, also extrem viele Katzen. Und jetzt spielen da zwei Hunde und laufen um das Boot. Fühlt sich nicht so an wie ein Sonntag, es ist, glaube ich, jeden Tag Sonntag. Schon sehr, sehr verrückt. Einfach alles leer. Jetzt glaubt doch nicht, die Leute liegen am Strand. Da liegen sie nämlich auch nicht. Hier ist zum Beispiel eine Kreuzung. Und daran erkennt man sehr gut, wie ruhig und leer es ist. Es ist jetzt 12 Uhr mittags. Aber hier ist mittags nichts los und abends nichts los. Da ganz hinten erkennt man das Meer. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Guck. Alles geschlossen, wie eine Geisterstadt. Hier ist eigentlich das größte Kickboxing-Center. Da sieht man auch, die hat am geschlossen. Hinten ist alles zu, hier ist alles zu. Das Kupipi ist eigentlich überlaufen mit Touristen, also wirklich überlaufen. Guck dir das an, ey. Menschenleer, auch einfach geschlossen. Geschlossen. Da ist ein bisschen was offen, aber hier wieder geschlossen. Sogar ein Ticketschalter geschlossen. Hier wieder, nächste, geschlossen. Hier sitzt niemand. Das ist total verrückt, wirklich. Jetzt kommen hier drei Leute uns entgegen. Hier, niemand. Eine absolute Geisterstadt. Nirgends ist hier irgendeine Menschenseele. Es ist total verhext. Geschlossen. Man sieht hier auch hier wieder deutlich, ausverkauft sind wir. Ist alles voll. Voller Menschen. Strand ist auch voll. Ich muss mich echt gleich durchschlagen, um hier einen Platz zu finden irgendwie. Schau mal, ob ich da noch irgendwas finde da hinten. So. Da ist da vorne. Gibt es noch einen kleinen Platz für mich. So Leute, ihr müsst verstehen, das war der einzige Scooter, den es hier auf der Insel gibt. Man kann hier keinen Scooter leihen. Total verrückt. So Leute, wir verlassen jetzt hier Kupipi.
zeige ich euch noch kurz schnell die Unterkunft. Haut da rein. Unterkunft. Genau, 4 Tage Pipi haben gereicht. Eine extrem touristische Insel hier. Also ist kein Besuch nochmal wert eigentlich. Also Leute, ihr werdet jetzt gleich nochmal sehen, wie es hier eigentlich aussieht. Ist echt schon echt dirty hier. Also schon ein bisschen anders, ey. Deswegen geht es jetzt nach Koh Lanta. Das Wetter ist ey. Ja, ist ein gutes Wetter, ne? Oh mein Gott. Dieses Gebäude werde ich nie verstehen hier irgendwie. Auf jeden Fall. Da steht einfach Tsunami oben drauf. Aber da waren Sachen ins Gute. Also der hat irgendwie was gewohnt, glaube ich. Ja. Menschenleer wieder hier. Also die Insel ist wirklich sehr, sehr leer. Deswegen sind wir auch echt gespannt, wie Koh Lanta wird. Da können wir uns wieder einen Scooter mieten. Das kann man nämlich hier nicht auf der Insel. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Hier gibt es kein Fahrrad, kein Scooter, kein Skateboard, keine Inliner. Hier gibt es einfach nichts. Das hätte ich vorher auch gerne. Ja, ne? Das steht doch nirgendwo in Google-Rezeptionen. Da kommst du einfach hier an, willst einen Scooter mieten. Und was sagen sie? Lachen sie sich aus. So Leute, da ist das Pier. Da hinten ist unser Boot. Wir fahren gleich darüber nach Koh Lanta. Ja, ja, die haben uns echt ausgelacht. Was, Scooter? Geht zu Fuß? Ja, hast du nicht gewusst, wie weit es ist von A nach B?